So, jetzt haben wir noch eine weitere richtig interessante Location für euch. Dieses Mal das Hexenmahnmal in Ellwangen. Es handelt sich hierbei um ein Mahnmal, das man errichtet hatte, um an die Hexenprozesse zwischen den 11. und 16. Jahrhundert zu gedenken. Es wurden hier über 450 Hexen hingerichtet. Das bietet auf jeden Fall eine Menge Stoff für Geistergeschichten. Was wir gefunden haben, beziehungsweise was da dran ist, das erfahrt ihr gleich. Viel Spaß! Sind wir überhaupt in die richtige Richtung? Also, wir sind ja wie an der Geräte, wir sind einmal hingefahren. Und das war, dann müsste es auf der Seite sein, oder? Ich muss mal auf, jetzt kommen wir um die Ecke und da ist es schon. Das hat schon was zum Horrorfilm. Drei Leute gehen in den Wald, doch was sie dann fallen. Wir können ja gleich so Blair Witch, da mache ich mir eine Rotznase und dann halte ich mein Gesicht davor. Na, tschau. Bitte sag meiner Mutter, dass ich sie liebe. Wir sind gleich da. Ich hab doch im Auto gesagt, ich hab mein Handy verlassen. Links abbiegen. Ja. Was? Links abbiegen? Ja. Halb links. Also das ist ziemlich genau 90 Grad. Das ist bei ihr halb ja, links. Das ist bei ihr halb links. Ja. Und 200, 359 ist der ganze Weg. So ein U-Turn ist auch noch halb links. Da ist es doch. Auch mitten im Wald, ne? Ja, und hier gibt's nichts. Aber an der Innersee ist es nicht genau ein Wanderweg. Also von Holz sind wir jetzt ein bisschen roten Topf. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Ne, vor mir. Da ist schon Vandalisten, guck mal. Was denn? Also, wir machen Vandalismus an Denkmäler. Ja, schau doch. Mahnmal. Da hat irgendeiner einen Stein drauf geschmissen. Ja, sieht das schon, ey. In so ein lüchtiger Küpi. So, wir haben da so ein bisschen die Ausrüstung rausgepackt, ein bisschen zusammengesucht, was wir so dabei hatten. Und waren dann überhaupt so ein bisschen überlegen, wie wir wirklich anfangen sollen. Wir hatten uns da Pläne gemacht, wie eine Blind Spirit Box Session. Aber so im Großen und Ganzen war an der Location halt nicht viel dran, wo man jetzt hätte irgendwas groß aufstellen können. Hatten uns da trotzdem ein bisschen was rausgesucht und hatten dann auch ziemlich schnell losgelegt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht mit den Sensoren, weil wenn die Lichtschranke wird ja auch durch Nebel unterbrochen. Passt. Also wir haben jetzt hier zwei Bewegungsmelder, die Alarm machen, da einen, der Licht macht und an den Seiten die viel zu oft getriggerten Soundsensoren. Guck. Macht ja jetzt nichts, aber man, die lösen viel zu oft aus. Ich stelle mal die Wildkamera noch nach hinten auf zum Wald. Die kleine Wildkamera hier. Die nimmt jetzt immer ein Video auf, also mal nicht davor gehen. Wenn irgendwas da durchgeht, die Temperatur abfällt, nimmt die ein Video auf. Oh, ist klar. Ist das hier hinten irgendwas noch im Wald? Das leuchtet da hinten. Kann.
Dann hatten wir uns einmal mit der EM-Pumpe beschäftigt. Ist ein Gerät, das dafür erfunden wurde, dass Geister die Geräte nicht leer saugen, da das Gerät selbst ein elektromagnetisches Feld erzeugt, von dem sich Geister ernähren. Was ich interessant finde, ist, dass es auch eine Theorie gibt, die besagt, dass Geister Elektrizität gar nicht mögen, sich deswegen in verlassenen Gebäuden aufhalten und dass Energieabsaugen quasi nur ein Begleitphänomen ist, durch irgendwelche Umwelteinflüsse, die Geister erzeugen. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Wir hatten das auf jeden Fall einmal kurz benutzt. Es war sehr, sehr lautstark für die Ohren. Man konnte sein eigenes Wort quasi nicht verstehen. Deswegen hatten wir es nur kurz angehabt. Aber weitere Experimente mit dem Gerät fände ich definitiv interessant. Wir haben eigentlich genug Ausrüstung dabei. Ich finde, wir Akku schon auf. Oder wird gerade gegessen? Ja, vielleicht noch, gell? Dann esst sie auf. Genau. Mach die Batterie leer. Einfach mal rangehen, das anfassen oder so. Labet euch. Sollte nichts passieren. Wollte euch eigentlich nur auftanken. Im oben rechts im Bild eine kleine Anomalie. Das kann auch einfach nur Nebel sein, aber es fliegt halt so in mich rein und verschwindet dann in mir drin. So da, zumal anderer Nebel nicht ganz so ausgesehen hat, das sah schon ein bisschen anders aus. Und außerdem hat ja auch Spukforschung was mit Gefühl zu tun. Es fühlte sich ja meine Brust sehr warm an, deswegen habe ich mich auch dahin gefasst. Und danach kommt halt so eine kleine Anomalie in mich hineingeflogen. Kann sein, dass es gar nichts ist. Kann sein, dass wir was eingefangen haben. Man kann sich genau sagen. Du musst alles mitnehmen. Oh, Bank ist gut. Bank gefällt mir. Wir können es jetzt nicht überprüfen, weil das Meter nicht da ist, aber ich finde es hier gar nicht so kalt. Wir können es überprüfen, weil eine Wärmebildkamera. Stimmt. Ja, stimmt. Hat er auch noch eine sehr heiße Stelle da unten. Da habe ich, glaube ich, eben angefasst. Oder? Nee. Siehst du das? Das ist mega heiß. Das müsste da gleich, wo ich angefasst habe. Warum ist das denn 10 Grad? Hm? Da hier, dieser kleine rote Fleck. Da. Das ist die Kamera. Die Bildkamera. Ach so. Ach so, okay. Was haben wir denn hier noch? Also Umgebungstemperatur ist hier, also mal auf dem Boden gefilmt, 0,2 und in der Umluft der so circa 0,4, 0,7. Noch hat es natürlich keine Aussagekraft, das ist mir schon mal aufgeschlagen gewesen. Aber ich lege das einfach mal da oben ans Kreuzband. So, ich mach mal die Ovilus an. Ja, noch wird es verfälscht sein.
Hallo, ist hier vielleicht schon jemand, der mit mir sprechen möchte? Du kannst entweder das K2 Meter in meiner Hand ausschlagen lassen oder mir etwas auf den EVP-Rekorder sprechen. Das kann ich dann versuchen, später abzuhören. Wir waren mit Sicherheit schon einige Teams. Also kennst du dich mit den Geräten wahrscheinlich besser aus als wir. Ich spiele da mit der Ovilus. Über die kannst du dich auch gerne bemerkbar machen. Jetzt diskutieren sie wieder, was man machen könnte, statt einfach irgendwas zu machen. Hallo? Ist jemand da? Möchte. Vielleicht wird es auch leid, weil hier andauernd irgendwelche Leute kommen. Kann natürlich auch sein. Wenn du keinen Bock hast, kann ich dich natürlich nicht zwingen. Wir hatten eigentlich super viel geplant gehabt. Wir hatten geplant gehabt, mit den Melmeter zu arbeiten. Wir hatten geplant gehabt, mit der Kinect zu arbeiten, mit der Elfer-Spirit-Box. Stattdessen hatten wir halt ganz viele Batterien vergessen, weshalb wir im Prinzip nicht so wirklich produktiv waren, wir beiden. Während sie in Wald eine EVP gemacht hat, waren wir im Prinzip damit beschäftigt, irgendwie noch Batterien zu suchen, um die Geräte betreiben zu können. Das heißt, wir hatten im Prinzip von der ganzen Ausrüstung, die wir dabei hatten, nur einen Bruchteil benutzen können. Also das liegt ganz in deinem Ermessen, ob du mit mir sprechen möchtest. Wie gesagt, du kannst das K2 Meter in meiner linken Hand ausschlagen lassen. Oder etwas auf den Olympus sprechen. Auf der Kamera habe ich ein Phantom Light. Theoretisch sagt man, du könntest dich darüber zeigen. Praktisch weiß ich das nicht, ist mir noch nie passiert. Bist du zufrieden hier in dem Wald? Hibbidi hopp. Nee, echt jetzt? Hip. Immer wenn ich dabei bin jetzt, wieder Hibbidi hopp. Hip it hopp. Hä? Was soll das heißen? Steht der Hibbidi hopp? Nein, hip it hopp. Hip it hopp. Geht doch hier online-Wörterbuch. Ja.
Ja, jetzt hat sie ihn erledigt. Ja, gehen wir mal den Gnadenstoß. Da wohnen ein Haufen Spinnen bei dir, du. Oder schlafen die jetzt schon? So, wir bitten dich mal, läuft eine Kamera überhaupt drauf, die das filmt? Filmt das irgendeine Kamera? Ja. Was ist das da, meine ich? So, kann irgendeine Entität mal da durch das Gitter durchlaufen? Wenn du da durchläufst, wird wahrscheinlich dieses Gitter verändert und wir können dich damit wahrnehmen. Kannst du das einfach mal für mich versuchen? Kannst du mal auf die Audiorekorder sprechen? Kannst du mal was mit der Ovidus machen? Uns anderweitig ein Zeichen geben. Da wo ich herkomme, gehen Geister ganz gerne mal in die K2 Meter. Das sind diese Geräte mit den paar Lampen. Könntest du denn mal rangehen, das anfassen oder anschubsen, wegschmeißen? Oder mal hinten vor die Kamera gehen? Haben sie das Lasergitter aufgebaut? Du kannst so theoretisch dich auch als Schatten zeigen. Siehst du das da? Diese hier, die in der Mitte, die werden schwächer gerade. Mhm. Dankeschön dafür. Wir werden das nachher mal auswerten und gucken, ob du da durchgelaufen bist. Es waren aber mehrere, ne? Ich habe irgendwie so eine leichte Aufwärtsbewegung gesehen, glaube ich. Das kann sein, das können wir aber erst natürlich später feststellen. Also wir haben natürlich jetzt noch die Möglichkeit, einmal mit dem Verstärker Spiritbox zu machen.
Oder halt jetzt schon mal die Blindspot-Session. Aber ich wollte eigentlich noch diese Kamera da stehen lassen, in der Hoffnung, dass dir irgendwas da in der Richtung filmt. Mich gerade mit irgendwas beworfen. Also da drin ist echt gruselig. Irgendwas hat einen Stock auf mich geworfen. Ja, ist da was angegangen? Wo? Unten. Achso. Also wie gesagt, irgendwas hat einen Stock auf mich geworfen. Ein Baum vielleicht? Nee. Das war so ein Morscher. Nachdem sie halt aus dem Wald wiedergekommen ist und gesagt, dass sie mit einem Stock beworfen wurde, da war ich ein bisschen skeptisch und dachte mir, hey, okay, ist eine coole Gelegenheit, einmal selber in den Wald zu gehen und zu gucken, ob er mit mir dasselbe macht, ob er vielleicht den gallischen Stock geworfen hat, ob das vielleicht eine Bedrohung war, ob er mit uns reden will. Genau, und so habe ich mich entschlossen, selber einmal da hinzugehen. Also da drinnen sind Spinnennetze und wenn du die mit dem Phantom Light anleuchtest, kommt Regenbogen hinten raus. Ach was? Ja. Ist ja geil. Rubidus hat übrigens auch schon was gesagt. Ja, steht da. Was hat sie denn gesagt? Das letzte war Baby, muss mal gucken. Ich glaube, ist schon wieder was dazugekommen. Describe. Paula schon wieder. Paula und Describe. Paula beschreiben. Paula, bist du uns gefolgt oder hast du eine andere Beziehung zu der Paula? Da war irgendwas. Wo denn? Hast du da auch noch ein Gerät? Nein, der oben ist schon wieder angegangen. Tremor und Kloster schon wieder. Tremor ist Paula. In der Hand. Hallo? Paula ist schon seit dem Kloster bei uns, nur mal so am Rande. Ja. Okay. Und da kamen dann Tremor und Kloster. Ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie ortgebunden sind. Nee, ich glaube nicht. Aber wenn sie dir folgen, dann scheinen deine Amulette ja nicht zu funktionieren. Ja, wenn sie die dran haben, natürlich nicht. Mhm. Gutes Argument. Nein. Ich würde sagen, einknicklich dahin. Und zu groß. Hey Paula, kannst du uns gut leiten oder was? Kannst du überhaupt lesen, was da steht? Ja. Kloster steht hier jetzt. Kloster. Ja, seit dem Kloster bist du schon bei uns. Kannst du mir mal meinen Namen auf die Urwelt schreiben? Der Akku von der Kamera hat über zwei Balken verloren. Ne? Okay. Die war auf 3,5 gewesen. Ihr könnt mich für verrückt erklären, aber da unten ist irgendwas. Es hat mich mit einem Stock beworfen. Und er hat eben Lichter gesehen in der Richtung. Dann würde ich doch mal sagen, du sagst ja immer, was er ist. Ich gehe einfach mal zu diesem kleinen Wesen, was dich da beworfen hat, und frag ihn mal. Das ist doch geradeaus, aber Vorsicht ist sehr unwegsam. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Ich glaube, machen wir da keine Sorgen. So, also du hast gerade eben unsere Teamkamerade mit dem Stock beworfen. Warum machst du sowas? Bringt es dir Spaß oder so? Und vor allem, man macht sowas mit Frauen nicht. Na, dann mach das doch mit mir, versuch doch mal. Komm schon. Oder gib mir anderweitig ein Zeichen, dass ich weiß, dass du da bist.
fällen wir den Baum oder machen wir ein Geräusch oder so. Da ist was in. Der Stock kam so frontal, so. Erstmal habe ich gedacht, Spinne oder irgend sowas, weißt du? Aber das wäre ein bisschen heftig gewesen. Ja, war zu doll für eine Spinne. Und kann das sein, dass ich eine Fledermaus... Nee, die Fledermäuse sind nicht mehr da, dass ich irgendwas angeflogen nicht so hat. Einer, wo jetzt gerade runtergefallen ist, sondern so ein richtig schön verpilzter, vermorschter. Mhm. Ja, klar, wenn er nicht von oben kommt. Irgendwie war das cool, so richtig so. Mhm. Ich habe so gefragt, ist hier jemand, der vielleicht mit mir sprechen möchte? Was? Aha. Zweimal? Nein, das habe ich dir jetzt vorgemacht. Einmal so. Nur. Ein Stock kommt geschoben. Da sind so Steine, Steinhaufen. Und da haben bekloppte Idioten wahrscheinlich so Hexenzeug. Aufgestellt. So wie Scheiterhaufen fast schon haben sie das Holz hochgezogen. Naja, die Spiritbox, da ist auch keine drin, haben wir geguckt. Kann doch alles aus. Hä? Da ist irgendwas, ich sag's doch. Und sie möchte nicht sprechen, glaube ich, weil ich habe gefragt, ob sie mit mir sprechen möchte, ein paar Mal. Und meinen dritten Fragen kam dann halt dieser Stock frontal auf mich zu so. Hä, aber die hat nicht mal was gesagt, die Kamera. Mach mal zu das und wieder auf. Einmal im Flash. Aber es bleibt weg. Keine Ersatzakkus mit. Das Nein. eine Mal keine Ersatzakkus mit. Ich check aus. Die ist leer? Komplett tot. Ich hätte auch diese Weil die war genauso voll wie die hier. Und die ist jetzt immer noch halb voll. Ja. So eben, als ich aus dem Wald rausgekommen bin, ist die Kamera ruckartig ausgegangen. Sie hat nicht mal eine Benachrichtigung gemacht wie Battery Low. Sie ist einfach schlichtweg ausgegangen. Nicht mehr die Objektivklappe ist zurück eingefahren. Das kann natürlich daran liegen, dass es durch die extreme Kälte einfach der Akku so schnell leer gegangen ist, dass die einfach ausgegangen ist, die Kamera. Das ist natürlich möglich, wirkt aber in der Situation natürlich schon komisch. Ja, wenn er das gerade gemacht hat. Wenn es gerade gemacht hat, ist man nicht eindeutig. Also lass es doch nochmal gerne nochmal ausschlagen. Jetzt bitte. Hab ich auch gehört. Da knacken wir beides noch nicht ungewöhnlich. Nee, das knackt doch schon. Aber glaub, deswegen haben wir auch die Wildkamera. Also was wenn, denn? Wenn du mich jetzt schlägst, ich glaube, ich habe auch kurz Tieraugen blitzen sehen, vielleicht Rehlein oder so. Ein Wolf. Ein böser Wolf. Was schwer, Fuchs. Ja. Oder ein Kamikaze-Huhn. Ja, genau. Du magst vielleicht noch mal was sagen, du kannst entweder eins von den Quadratmetern berühren oder über die Ovilus. Oder liebend gerne einmal für das Gerät gehen und das mal hauen oder einfach mal rangehen. Er meint den Rampart, der auf dem Scheiterhaufen liegt. Da steht R, E und M drauf. Und es ist ein rotes Licht an. Genau. Und wenn du dagegen gehst, gehen ganz viele bunte Lichter an. Und die andere Frage ist, warum machst du immer meinen elektromagnetischen Feldmesser aus? Das finde ich irgendwie nicht witzig. Ja. Was denn? Wassergrab. Ja. Waters und Grave. Oder Waters ist eher ein Name, ne? Nö. Aber Waters, das ist ja aber auch, das kann einfach des Wassers oder so sein. Oder die Gewässer oder... M-Nut? Also man schiebt so richtig Paras im Wald, ne? Wenn es ein Wildschwein ist, da riecht unser Angstschweiß bis da hinten. Nee, was denn? Gefesselte Frau? Ja, gefesselte Frau gibt es hinten am Kreuz. Wurde deine Ehefrau hier verbrannt? Hä? Wife. Mönch? Ehefrau? Ja, es muss ja nicht nur der Mönch hier sein. Ja, aber der Mönch hat sonst geredet. Ich gehe mal von aus, dass du Mönch bist. Und da richtig bitter hat deine Frau dich verbrannt. So
zu unserer Überraschung hatte die Wildkamera etwas aufgezeichnet. Circa zeitgleich zu dieser Aktion, die wir da hinten gemacht haben, ist die Wildkamera losgegangen. Sie geht los bei Bewegung. Bewegungen sind ja nicht zu erkennen. Der Nebel war die ganze Zeit da, das heißt auch diese kleinen Orbs. Sie geht aber auch los bei Temperaturunterschieden. Die Temperatur war die ganze Zeit relativ konstant. Ich meine, es kann trotzdem sein, dass es durch den Nebel ausgelöst wurde. Hier immer für bessere Sichtbarkeit bearbeitet. Hier ist keine Bewegung im Bild außer dem Nebel. Und das war also schon ganz interessant. Sunshine ist bestimmt gewiss sicher. Dann wollen wir mal sehen, wer länger so stehen kann. Was denn? Was steht denn da? Sind da Augen oder was? Siehst du den Baum da? Ja. Zweimal dahinter. Wo der Leiter mit noch? Einfach geradeaus, wo das Licht ist. Ganz weit rein? Oder näher dran? Weiter, weiter. Wie fokussiere ich denn hier überhaupt? Hallo, ist hier jemand? Menschliches? Nicht menschliches? Meinst du da? Nein, da wo das Licht ist. Unten ist es so ein Baumstamm oder was? Vielleicht ist das, sind das Wassertropfen? Ja, ja. Was ist das? Was ist das? Ein Baumstamm. Okay. Und dahinter der Baum. Das ist ein Baum. Da war's. So, und kurz danach, nachdem die Wildkamera losgegangen ist, meinte einer von uns, er hätte vielleicht Augen gesehen hinten im Wald. Und das ist natürlich dann immer interessant für uns, wenn wir zeitgleich zu so einer Aufnahme auch noch ein Gefühl haben oder etwas gesehen haben, dem wir dann nachgehen. Es stellte sich ja heraus, dass es nur ein Baumstamm war. Im Prinzip haben wir mit einem Baumstamm diskutiert in der Situation. Nee, aber es sah halt schon wirklich aus für uns in der Situation wie Augen und deswegen mussten wir der Sache natürlich nachgehen. Ist dann aber trotzdem interessant, dass ziemlich genau in der Sekunde, wo wir meinten, etwas gesehen zu haben, die Wildkamera losgegangen ist. Ist natürlich auch möglich, dass wir den Baumstamm so angeleuchtet haben, dass er reflektiert hat und die Wildkamera das gesehen hat und deswegen ein Video aufgezeichnet hat. Das ist natürlich auch möglich. Hallo, wir wollen nichts tun. Messenger? Also da, hinter dem Baum kam gerade was Rotleuchtendes. Ach, rot ist ja eigentlich eher ungewöhnlich im Tierreich. Also rote, aber rote ja, Augen. Eher ne? So wie jetzt ein LED oder sowas rot. Okay. Nicht, dass hier wirklich jemand ist. Ich meine, wenn jemand ist, Digga, brauchst du keine Angst vor uns haben. Du brauchst uns auch nicht erschrecken, ich glaube nicht, dass du das findest. Da ist übrigens ein Spinnennetz, nicht, dass du reinläufst. Ja, hier sind überall welche. Genau da. Und dieser Baum, weißt du, wo du eben an dem Stumpf unten warst? Der Baum, der da jetzt so hoch ja. geht. So, ich nehme die Lampe weg, dann bin ich hochgegangen und dann siehst du, wie es noch zurückgeht. Und das war zweimal, da deswegen bin ich stehen geblieben. Also dahinter der Baum, hinter ja. diesem Krumpf. Da war diese rote LED-Sache. Übernimm du mal wieder die Kamera, dann lass mal wieder Fullspektrum. Und deswegen bin ich stehen geblieben und dachte, ja, mal gucken, wer länger stehen bleiben kann. Curse. 50 Curse. Glas. Glas was? Glas. Achso, Glas. G-L-A-S-S. Also Glas. Also. Versuchst du uns irgendwas zu sagen? Sollen wir da reinkommen in deinen Wald? Würde ich lassen. Warum? Ja, ja. Warum? Warum soll ich da reingehen? Für sowas sind wir doch hier, habe ich gedacht. Nein, wir sind wegen dem hier hier. Ja, ob das Phänomene hat. Und das da gehört dazu, das ist der Galgenwald. Ja, und das rote Licht? Gibt's da, nee, Wildkameras gibt's wahrscheinlich auch nicht, ne? Heilige Fresse, guck dir das mal an. Nebel, oder? Lauter kleine Mini-Orbs. Ja, da siehst du nichts aus der Fullspektrum. Mach halt mal deine Wärmebildkamera. Also mit der Wärmebild müsste ich auf jeden Fall lebende Personen da sehen können. Genau. Aber wir sind das Ding ist eine Kamera, ne? Das Ding ist eine Kamera. Ja, ne? Wenn da jemand ist, wurdest du gerade aufgezeichnet. Das meine ich. Das ist perfekt, ey. Du kleiner Prank, Bro. Du wurdest gleich aufgezeichnet. Weil die Kamera geht nämlich genau dahin. Alter, du willst mich verarschen. Meine Wildkamera sagt, den ich eben benutzt habe, mit halbvollen Akku, sagt jetzt Low Power und ist ausgegangen. Nein. Ist doch echt. Die Infrarot? Die Wärmebild, ja. Hat dir die EM-Pumpe nicht gereicht oder hat die dich gerade mal angefixt? Da ist gar nichts mehr. Hier, pass auf, geht gleich an.
Wenn Sie das sehen. Eigentlich ist da wirklich genug Power drauf. So. Ja, eben lief sie auch. Ich habe irgendwie gestern gefilmt, da war auch dann noch nicht Low Akku. Siehst du, wie viel Akku das noch ist? Und sie sagt Low Power. Der Akku ist voll. Machst du das? Machst du unsere Geräte leer? Möchtest du dich nicht zeigen? Das wir haben dir doch zu essen gegeben, war das nicht genug? Er macht's aus. Er macht's nicht leer, macht's aus. Das ist ja das Witzige. Also hast du eigentlich gar keinen Bock, dass wir dich irgendwie abfilmen oder sehen oder hören? Okay, können wir verstehen, aber dann kannst du uns das ja sagen. Genau, sag, wenn du willst, dass wir eine Fliege machen auf gut Deutsch, dann tu uns doch mal den Gefallen, dann gehen wir zu Ovidos und sag uns über die Ovidos sowas wie Go Away. Das würden wir noch verstehen. Jetzt habe ich eben diese kleinen Augen auch gesehen. Ja, ne? Ja. Ich weiß immer noch nicht, ob das ein Tier ist. Oder normal? Normal. So als wenn ich dir jetzt in die Augen drücke. So, die Augenzeugenberichte jetzt quasi sind sehr, sehr komisch. Also, wir hatten alle in gewisser Weise irgendwelche Lichter gesehen hinten, die auch immer wieder nur ganz kurz aufgetaucht sind, wieder verschwunden sind. Es kann sich hierbei jedoch um Lichter aus der Stadt Ellwangen handeln, das ist theoretisch möglich. Allerdings ist halt schon komisch, wo gesagt wurde, dass sie kurz diese Augen waren. Man leuchtet hin, sie verschwinden wieder. Die Wärmebildkamera geht aus, die Wildkamera hat was aufgezeichnet. Diese ganzen Phänomene zusammen sind schon interessant, würde ich sagen. Was soll denn das für ein Witzbold sein, ey? Und vor allen Dingen, wie leise ist der unterwegs? Das knackt doch permanent. Ja, nee, das wäre, wenn das ein echter Mensch wäre. So wie du da eben rumgestapft bist. Jetzt habe ich deinen Schatten gesehen. Echt jetzt? Ja. Deswegen wollte ich eigentlich stehen bleiben. Ich wollte mal gucken, wie viel Geduld er hat. Hallo, ist da vielleicht jemand? Nein. Das hast du gesagt. Ja, natürlich. Oh, Alter. Ich hab's sogar gleich gehört. Ja, Entschuldigung, ich dachte nicht, dass du noch einen Herzkasper kriegst oder so. Ja, lass ihn noch da rumspielen, Mensch. Ja? Lass ihn noch da rumspielen. Ja, solange er nicht näher kommt, ja. Ja, aber ich will doch gucken, was es ist. Ja, es wird wahrscheinlich irgendein Komiker sein. Dann hatten wir uns entschlossen, eine kleine Blindspirit-Box-Session einmal auszuprobieren. Dabei ist der die Spirit-Box hört, von allen anderen Umwelt 13 abgeschnitten. Das heißt, man hält sich so ein bisschen die Augen noch unten, vielleicht eine Kapuze drüber. Man packt sich dann die Kopfhörer in die Ohren und dann hört man quasi nur noch die Spirit-Box. Das ist ein total intensives Gefühl, weil man halt viel mehr hört als normalerweise. Man kriegt vielleicht einen minimalen Hörschaden, ich weiß es nicht. Aber es war halt wirklich eine sehr interessante Erfahrung. Und manche Wörter, die man rausgehört hat, haben tatsächlich zur Frage gepasst. Hier mal ein kleiner Zusammenschnitt von der Blind Spirit Book Session. Oder hast du bestraft? Was denkst du über das Mahnmal? Die Wand? Welche Wand? Kinder. Wurden hier auch Kinder verbrannt? Jude? Ja, also das Wetter ist sehr kalt im Moment. Wer Mary? Ist Mary gefährlich? Ja. Was kann Mary uns denn? Warum ist sie böse? David. Warum ist Mary böse? Wegen David? Frage nicht. Okay, dann frage ich nicht. Helf mir. Wie können wir dir helfen? Können wir dir überhaupt helfen?
Wir würden es versuchen. Vergeltung. Sowas machen wir nicht. Vergeltung ist nicht möglich. Alle, die euch ein Leid zugefügt haben, werden wahrscheinlich auch schon tot sein. Glaub. Er kommt. Er kommt. Wer ist er? Spirits. Wessen Spirit? Wer ist er? Wer Mary. Kommt? Wer? Schon wieder Mary. Mary war hier. Ja, ja. Mary, möchtest du uns vielleicht irgendwas sagen? Wir können dir keine Vergeltung verschaffen. Stranger. Stranger, Fremder. Kollabiert. Kollabiert? Du bist kollabiert, Mary? Oder der Fremde ist kollabiert? Da ist das rote Licht. Mhm. Ich stehe genau vor dem roten Licht. Ja, ich sehe da. Krieger. Jetzt ist die Frage, wie weit es weg ist, ne? Ja. Zufall. Zufall? Zufall. Hat er dich zufällig erwischt? Crazy. So, das war jetzt eben einmal ein ganz kurzer Zusammenschnitt von der sehr, sehr langen, andauernden Blind Spiritbox Session. Ich finde, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es nicht so 100% sinnvoll war, was da rauskam. Mancher kam, glaube ich, auch irgendwie Dachlatte und Lila und Hund oder so. Also die Fragen passen nicht immer genau auf das, was wirklich gesagt wurde. Es ist ja an sich ein Spiritbox-Phänomen. Man fragt, bist du da? Dann kommt Kirche. Und dann fragt man, kommst du aus der Kirche? Und dann sagt dann die Präsenz Gitarre, spielst du Gitarre? Es ist immer so ein leichtes Hin und Her und an Fragen, die nicht so zu 100%, also man kriegt keine konkrete Antwort. Und man muss auch dazu sagen, dass das Experiment zwar schon öfters mal durchgeführt wurde, ich jetzt aber auch bei mir selber sehen muss, dass es nicht ganz wissenschaftlich war, denn wir hatten zwar eine eingeschränkte Sicht, ich hatte keinen Ton bis auf die Spiritbox, aber ich wusste ja, an welcher Location ich mich aufhalte. Und an sich, wenn man Geister jagt, dann weiß man ja, dass man es mit irgendwie Geistern zu tun hat. Und dann wird man wahrscheinlich auch tendenziell eher sowas raushören wie Vergeltung, Tod, Geist oder Liebe, Hingerichte, Vertrag oder was auch immer. Einfach weil man ja schon eine Ahnung hat, an welchen Ort man sich aufhält. Man wird ja nicht in einer gut beleuchteten Starbucks eine Spielbox-Session machen, sondern immer an einen Ort. Aber ich denke mal, wenn man wirklich einen Ort eines Blind Spiritbox Session macht, den man gar nicht kennt, weil man bis dahin komplett verbundene Augen hatte und man wirklich gar keine Ahnung hat, worauf man sich quasi einlässt, dann wäre es schon ein besseres Experiment und ich denke, ich werde das in Zukunft mal durchführen. Jetzt muss ich sagen, war die Blind Spiritbox Session ein wenig enttäuschend. Yes. Paula, bist du noch hier? Wenn du uns seit schön rein begleitest, kannst du mal die Olympus auf Pause stellen? Das könnt ihr doch so gut. Wenn man es will, machen sie es nicht. Ne? Natürlich nicht. Sind ja eigenständig gewesen. Der zweite ist da. Wer ist da? Der zweite ist da, beide nicht. Ja. Kann sein, dass du uns misstraust oder so, weil wir irgendwie, weiß nicht,
Macht uns unsere Erscheinung euch Angst? Das verstecken. Nee, nee. Hike. H-I-K-I. Hike. Weißt nicht? Nee. Diese alle Vokabeln kenne ich jetzt nicht unbedingt. Tu uns doch mal den Gefallen und geh mal da durch. Also geh hier einfach mal durch. Wandern. Genau, wander mal hier durch. Dann mag das ein Alarm, dafür brauchst du dich aber auch nicht erschrecken. Hast du gesagt, Jungs? Immer vergleichen. Eine Person mit der anderen oder? Climbed, kurz bevor du da hochgestiegen bist. Lol. Riesig gewaltig. Danke. Habt ihr das runtergeschmissen? Das knickt dich? Wohin war irgendwas? Das Knicklicht ist runtergefallen. Ja, genau. Da habe ich hier irgendwas bewegt und dann hat das da geraschelt. Da muss das Knicklicht gewesen sein. Aber das ist super leicht und das lag ziemlich fest drauf. Die anderen sind auch da. Das ist scheiße, wenn man keine Batterien für seinen Vibrationsalarm hat, ne? Ja. Der Vibrationsalarm steht da. Steht da. Das war eine kleine Anmerkung. Durch den Nebel und den Frost waren die Knicklichter sogar am Holz festgefroren. Wie auch immer dieses Knicklicht da runterfallen konnte. Und nach der ganzen Untersuchung mit der Blind Spirit Box Session, da war auch irgendwie so ein bisschen die Luft aus der Location raus. Hier nochmal versucht, mit dem Blitzlicht einen Geist quasi sichtbar zu machen. Das gibt so eine Theorie, dass wenn man so ein blitzendes Licht hat, dass wenn ein Geist da durchläuft, dass man dann eben so die Silhouette erkennen kann. Das haben wir leider dieses Mal auch nicht feststellen können. Wir hatten da noch versucht gehabt mit einem Mikrofon und einem Verstärker. Der Verstärker ist hinten im Rucksack drin. Irgendwie halt so Geisterstimmen hörbar zu machen. Das hat leider auch nicht geklappt. Es war so ein bisschen frustrierend, weil wirklich keine Untersuchung, die wir mehr gemacht haben, irgendwie von Erfolg gekrönt war. Wir hatten gar keine Antwort mehr bekommen. In dem Fall hatten wir über den Verstärker nur Straßenlärm bekommen. Deswegen sind wir auch tatsächlich danach ein bisschen gefahren, nachdem wir noch ein bisschen weiter probiert haben. Das ist aber nicht wert, es zu zeigen, weil quasi nichts passiert ist. Und war aber auf jeden Fall eine interessante Untersuchung, eine sehr interessante Location. Hat sich meiner Meinung nach trotzdem gelohnt. Ob etwas da ist, ist schwer zu beurteilen. Wir hatten zwar durchaus interessante Phänomene, wie die Anomalien hinten im Wald oder diese eine Anomalie, die auf der Kamera zu sehen war, aber so im Großen und Ganzen diese Response über die Geräte, die man normalerweise hat, die waren dieses Mal nicht da, deswegen ist es für mich wirklich sehr, sehr schwer zu beurteilen, ob das tatsächlich irgendwas ist, das mit einem reden möchte oder das noch irgendwas zu sagen hat. Ich kann es nicht genau sagen, war aber eine spannende Suche und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir wieder auf die Jagd gehen und bis dahin, macht's gut.